Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hättet ihr gedacht, mich so früh wiederzusehen? Ich auch nicht. Letzte Woche habe ich auf meinem Instagram-Account zwei Posts zu diesen Dark and Moody Styles gemacht und dementsprechend will ich denen diese Woche auch einmal vorstellen, wie ich diesen Look in Lightroom erschaffe. Wir wollen gar nicht lange reden und gehen direkt rein und starten jetzt rein mit dem Video. So, wir sind jetzt in Lightroom drin und ich habe direkt hier mal was vorbereitet. Das ist kein Preset oder so, das hatte ich jetzt einmal bearbeitet. So sieht das Original aus und das ist der Look, den wir erzeugen wollen. Zuallererst, der Dark and Moody Look eignet sich nicht überall. Also gerade bei Stellen, wo viel Grün eigentlich ist, ist es ziemlich schwierig, da einen ordentlichen Look reinzubringen, weil es schnell in diese sehr nur ungesättigte Richtung geht und es dann einfach sehr tot wirkt. Man will ja trotzdem irgendwie Farbe drin haben und wenn gerade wie in der Natur viel nur Grün drin ist, dann eignet es sich nicht so gut, so ein Bild mit so einem Look. Hier haben wir aber noch andere Farben drin. Wir haben hier natürlich das Grün, was natürlich sehr ungesättigt ist, was man schön rausnehmen kann. Wir haben hier aber auch noch gerade so Orangepartikel drin und genau die, finde ich, machen es aus, dass es diesen Dark and Moody Look bekommt. Wie gehe ich jetzt da allerdings vor? Zuallererst einmal gehen wir hier uns auf diese Ebene und ich ziehe bei mir hier im Farbmischer, wir gehen die Sättigung entlang und ziehen alle Farben einmal komplett hier runter, dass das Bild schwarz-weiß ist. Weil jetzt können wir gut die Helligkeit anpassen, wie sie letztendlich sein soll. Wenn Farben drin sind, ist es schwierig, die Helligkeit anzupassen, weil wir nicht wissen, welche Farben brauchen wir jetzt letztendlich noch. Dementsprechend Farben erst einmal raus und dann nehmen wir uns hier das Belichtungstool und schrauben das mal ordentlich runter. Und auch hier, was ich ganz gerne mache, was diesen Dark and Moody Look, dieses etwas dreckigere gibt, ist, wenn man nicht ganze Tiefen hat, sondern wenn man in den Tiefen ein wenig ja, die rausnimmt und auch in der in den Highlights diese ein bisschen rausnimmt. Und dann können wir eine kleine S-Kurve machen, die sollte aber auch nicht, also unten kann die gut über den Strich hinausgehen. Oben würde ich auf dem bleiben. Ansonsten finde ich, haben wir jetzt ein sehr kontrastreiches Bild, in dem wir jetzt anfangen können, die Farben ein wenig wiederzubringen. Nämlich gucken wir hier einmal, was Orange angeht. Und da seht ihr unten links in der Ecke, hier tut sich auf jeden Fall schon was. Das ist genau diesen Effekt, den wir haben wollen. Da können wir auch ruhig mehr Sättigung noch reinbringen. Rot ist gar nicht drin. Ich habe gedacht gehabt, vielleicht in den Orangetönen ein bisschen, ja gut, ein bisschen ist, tun wir das auch mal hoch. Und ja, gelb können wir auch ganz gut eigentlich wiederbringen, vielleicht nicht so gut wie Orange, weil dann auch natürlich die Grüntöne schon ordentlich rauskommen. Dementsprechend würde ich sagen, lassen wir das mal auf minus 20. So können wir es lassen. Ja, und dann können wir Grün ein wenig wiederbringen. Und ich finde, bei minus 82 reicht das auch schon. Sonst wird das hier alles zugesättigt. Und ich gehe hier auch natürlich auch noch rein und ziehe mir die eher in das Gelbe, was eher nochmal, ja, diesen etwas tristeren Look bringt als so ein Happy Grün. Darauf sollte man auf jeden Fall dann halt auch Acht geben. Ja, das Gelb ziehe ich auch mehr ins Orange rein, dass wir hier vorne wirklich nur diese Orangetöne haben. Und ja, ich finde, Grün ist vielleicht doch noch ein bisschen zu sehr, obwohl ich gehe mal in die Luminanz rein. Ja, damit kann ich auch schon einiges regeln. So können wir in der Luminanz, also die Helligkeit aus der Farbe Grün, noch mehr rausnehmen. Und ja, wenn wir jetzt noch mal kurz auf den Dark and Moody Look gehen, sehen wir, man hat natürlich diesen Blaustich drinne und den haben wir hier dann tatsächlich noch nicht. Deswegen gehen wir bei uns hier ins Color Grading rein und ziehen mal die Tiefen in ja, eher so ein
blau-türkis rein. Das könnte es schon ganz gut sein, wenn ich mal den Look vergleiche. Geht auf jeden Fall in dieselbe Richtung. Da gehen wir vielleicht ein bisschen mehr sogar ins Blau. Und dann mit den Highlights. Dann haben wir auf jeden Fall schon einen ähnlichen Look. Ja, was ihr jetzt noch erkennen könnt, das hier hat, die Version hat viel mehr Struktur drin und wirkt auch einfach viel, wie soll ich sagen, dreckiger noch. Da gehe ich nämlich ganz gerne in die Struktur rein und ziehe die Struktur schön hoch und auch die Klarheit. Dadurch bekommen wir so einen überklaren Look auf das Bild, welchen das halt auch nochmal ein bisschen dreckiger macht. Und dann gehe ich in die Körnung rein und mache auch tatsächlich noch ein bisschen Körnung rein. Und dann seht ihr, hat man hier diese Lichtpixel, sage ich mal, diese Körnung. Und die finde ich eigentlich ganz passend zu dem Look. Und dann seht ihr auch schon, wir kommen immer mehr in diese Richtung. Was tue ich noch, damit ich so einen Blick komme? Eine Vignette drum. Und zwar halt nicht die helle, sondern die dunkle. Und da kommen wir dann ganz, 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 ganz schnell dem Zielbild näher. Vielleicht habe ich hier ein bisschen mehr Türkis reingegeben als in dem anderen. Dementsprechend gehe ich hier nochmal rein und gehe eher auf diesen Look. Und ihr seht, wir sind eigentlich schon da. Was könnte man jetzt noch machen? Jetzt ist es eigentlich nur noch Feinarbeit. Der grobe Look ist natürlich jetzt schon da. Und ich gehe mir ganz gerne mit einem Pinsel hier hin und markiere, wie auch immer, mir hier die Stellen, die so einen Orangeton haben, damit ich den noch mehr rausstechen lasse, damit das Bild nicht so trist wirkt, sondern wirklich nur die Farben beleuchtet werden, die ich drin haben will. Vielleicht mache ich das nochmal ein bisschen größer, dass das mehr ausfadet hier an den Stellen. Okay, da ist vielleicht zu sehr im Bild drin. Aber hier können wir noch ganz gut. Und ja, dann bringe ich hier mal ein bisschen mehr Sättigung rein. Und ihr seht schon, im Vordergrund tut sich auf jeden Fall was. Wir bekommen da mehr Sättigung rein. Vielleicht im Farbton können wir noch ein bisschen mehr in diese Orange-Richtung reingehen. Und das ist das, was ich auch noch ganz gerne mache. Vielleicht ist vorne auch noch ein bisschen zu hell. Dementsprechend gehen wir hier mal in den Lichtern rein. Und vielleicht in den Weißtönen. Vielleicht eher in die Weißtöne als in die Lichter. Und schrauben diese noch ein bisschen runter. Und ja, das ist im Groben, wie ich diesen Look erzeuge. Wir haben noch nicht ganz den Look, glaube ich, erreicht, den ich hier habe. Vielleicht habe ich hier auch ein bisschen zu sehr noch mit der Farbe in der Feinbearbeitung hier übertrieben. Gehe ich mal ein bisschen mit der Sättigung hier noch raus und auch von der Farbe eher noch hier unten wieder in das grüne, gelbe rein. Und aber so ist, wie gesagt, im Groben, wie ich einen solchen Look erstelle. Und wenn euch das Video gefallen hat und euch vielleicht weitergeholfen hat, dann lasst gerne ein Like auf dieses Video da, kommentiert auch, das wird den Algorithmus ziemlich pushen und mir eindeutig sehr viel helfen. Und ja, ansonsten checkt auch gerne mein Instagram ab und dann sehen wir uns wieder nächste Woche mit dem neuen Video. Bis dahin sage ich ciao.